Hallo ihr Lieben, wir sind's wieder. Flöten schön. Diese sechs kennt ihr schon. Unsere Blockflötenfamilie hat Zuwachs bekommen und in dem Zusammenhang haben wir euch zwei Schaubilder vorbereitet und ihr fragt euch bestimmt, was das jetzt ist. Aber das ist doch klar. Das sind die Holzarten, aus denen die Flöten gefertigt sind. Na, du kennst dich wieder aus. Ich stelle euch jetzt mal zuerst meine neue Flöte vor. Das ist meine neue Flöte. Es ist eine Bassblockflöte aus der Manufaktur Küng und sie ist aus Birnbaum gefertigt. Jetzt erklärt sich auch die Birne in dem Schaubild, das ihr gerade gesehen habt. Ja, ein Riesending. Sie ist ungefähr 1 Meter lang. Und sie hat einen ganz tiefen, kernigen, warmen Klang. Denn ihr wisst ja, je größer und je dicker ein Instrument ist, desto voller und tiefer ist der Klang. Sie hat, weil sie so groß ist, ganz viele Klappen. Denn ohne Klappen könnte man sie überhaupt nicht spielen. Man könnte die Löcher gar nicht greifen. Dann ist sie auch relativ schwer. Da gibt es auch eine kleine Hilfe. Einmal ein Trageriemen, den kann man hier unten befestigen, wenn man im Stehen spielt. Oder es gibt noch einen Ständer. Vielleicht seht ihr das hier unten. Hier hat sie ein Gewinde und da kann man diesen Ständer eindrehen, wenn man im Sitzen spielt. Was ist das Besondere an der Flöte? Also, wie gesagt, ist eine Bassflöte. Heißt auch, dass sie im Bassschlüssel notiert ist. Ganz neu für mich, muss ich richtig lernen. Und sie ist auch in F gestimmt. Der tiefste Ton ist das F. Das heißt, sie hat auch ganz andere Griffe als die Flöten, die ich bisher gespielt habe. Nichtsdestotrotz versuche ich auch dieser Flöte, dieser wunderschönen Flöte, ein paar schöne Töne zu entlocken. Das ist meine neue Altblockflöte. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum kauft sie sich schon wieder eine neue Blockflöte? Sie hat doch schon so viele. Ihr müsst wissen, dass beim Spielen mit der Atemluft Feuchtigkeit in das Holz eindringt und mit der Zeit nimmt die Tonqualität immer mehr ab. Das ist anders als bei einer Geige. Die klingt ja immer schöner, je älter sie wird. Und bei meinen alten Flöten haben mir die Töne nicht mehr so gut gefallen. Ich fand sie zu flach und in den hohen Oktaven manchmal zu schrill. So habe ich mich für den Kauf einer Blockflöte von Küng Modell Superior entschieden, weil sie so einen klangvollen Charakter hat und auch in den tiefen Tönen sehr kräftig klingt. Und ich liebe diesen warmen, vollklingenden Ton. Die Altblockflöte ist aus Zwetschge gefertigt und jetzt erklärt sich auch das Schaubild. Sie ist im Vergleich zu meinen anderen Altblockflöten relativ leicht, lässt sich gut greifen und hat eine wunderschöne Maserung. Sie ist als Orchesterinstrument und als Soloinstrument geeignet. Wir spielen euch jetzt die Amazing Grace vor. Beurteilt selbst, ob sich unser Kauf gelohnt hat. Okay.